Hallo, ich freue mich, dich zu sehen. Komm, trink etwas mit uns. Vater, sitz bitte gerade. Du musst aufrecht sitzen. Das ist meine Tochter Tanga. Mein Name ist Hübsch. Du hast so eine Art Wurm in mich eingepflanzt. Der Wurm ist das Einzige, was dich beschützt. Ohne ihn wärst du schon wie die anderen. Ja, und wie kann ein Wurm... Er ernährt sich von dem Gift, das in dieser Tannotwurzel vorkommt. Einen Moment. Warte mal. Soll das bedeuten, die benehmen sich alle wegen des Essens so? Du musst dich so verhalten wie einer von uns. Wie einer von denen da. Sie werden es akzeptieren. Wenn die merken, dass du immun bist, werden sie dich hinrichten. Verstehe. Und ihr habt auch alle so einen Wurm in euch drinstecken? Wir sind von Natur aus immun. Wir wissen nicht, warum das so ist und die anderen nicht. Es kommt sehr selten vor. Und wir sind nur wenige. Und warum ich? Wir brauchen dich. Warte, komm. Wenn die wissen, dass du immun bist, dann werden sie dich töten. Ah, sehr schön. Das sieht sehr gut aus, wirklich. Danke. Diese Kleider sind wunderbar. Und das Essen? Ist es nach deinem Geschmack? Oh, es ist großartig. Großartig. Und die zwei anderen, die gestern Nacht bei dir waren, wo sind die? Die sind wieder auf dem Schiff. Aber die kommen zurück. Oh ja, ja, die beiden sollen die gleiche Zufriedenheit verspüren, wie ich. Über euer Schiff hat uns Dargo etwas erzählt. Es ist ein Frachtschiff. Ja, ja. Das ist es. Iss und genieße. Wir haben doch morgen einen Ruhetag. Ich heiße John Crichton, bin Astronaut. Ich wurde zu einer Sprachfelder, hast du dich entwurzelt? Ich irre auf einem Raumschiff im Universum umher. Es ist ein lebendiges Raumschiff, voller merkwürdiger außerirdischer Lebewesen. Kann mich da draußen niemand hören? Das hört mich einer. Ich werde von einem wahnsinnigen...